Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Starfield. Mit mir im Pirates. Wir machen weiter. Schön, dass ihr am Start seid und... Genau, wir erkunden hier gerade den Mars. Oder besser gesagt, ja, wenn man sagen, die... Wir wollen gerade jetzt die zweite Hälfte des Marses, ne? Hier. Oh ja, mal schöne Dinge in der Weltraum-Expert. Laserpistole. Wie gut? Laserpistole. Hat 12 und meine hat auch 12, aber. Auf 8. Obwohl, ich schätze mal, die teilt sich dann die Munition mit dem hier, ne? Aber 41 plus 20 macht 421. Ne, teilt sich mit 681 und das sind 693. Was ist das denn für eine Muni? Nicht, dass sich die Muni überschneidet. Munition des I.5, okay. Und die nimmt. Ah, nimmt eine andere und die nimmt noch eine andere. Ne, dann kann man das ruhig machen. Die nimmt jetzt Punkt 5 war, oder Moment, der 5 war. Meine. Meine der 5 war, meine ich meine. Ja, ja, die Kaliber, die haben ein anderes Kaliber, ne? Ja, ja, ja. Hm. Wir können sagen, als Sonderwaffe, ne? Warum nicht? So. Was wollte ich machen? Genau, guck mal. Die hier nehmen. Ich muss meine wiederfinden. Ah, das ist die, okay. Auf der 2. Das ist die auf der 2. Sehr schön. Wir können hier einmal die Dinge erkunden, die wir noch nicht auf der Map haben. Wir können ja immer schnell reisen. Wir können ja hier hin und her schnell reisen, wie wir lustig sind. Weiß ich gar nicht, was wir noch alles haben. Und ich war da auf der Map angezeigt. Ah, siehst du, in Deutschland da als erstes hingehen. Genau. Es sind ja auch nur 600 Meter insofern. Alles kein Stress. Ja. Also ich muss sagen, das Laufen, also da haben wir oft jetzt gehört, dass das Laufen ja so dermaßen lang ist. Ich finde das gar nicht. Also ja, es ist schon länger als bei normalen Spielen. Das stimmt schon, weil wenn ich bei so klassischen Open World Dingern finde, aber nicht, dass das Laufen jetzt wirklich so lange dauert. Ich sage, um Gottes Willen, könnt ihr nur einem das antun, dass man laufen muss. Weil ich das hier doch relativ human, da fand ich das halt bei anderen Spielen, also wie es andere Spiele, wo ich das noch ein bisschen, wo ich dann so darf, so, ey, ernsthaft. Ich bei Red Dead Redemption zum Beispiel,
wenn ich verloren habe oder sonst irgendwas und wir müssen extra den ganzen Weg nochmal runterreiten, dann fand ich das teils anstrengender als hier zu reiten. Als hier zu laufen. Also, ich finde diese Wahrnehmung interessant einfach. Weil es auch jeder eben das sein. Man kann sich auch irgendwie verbessern, dass man noch schneller ist. Machen wir auch noch. Aber ich gehe erstmal auf. Oh, warte mal, von dass er mir dann greift. What the hell, Alter, das ist aber ein cooles Schiff. Weiß nicht, sind die immer freundlich gesonnen oder hassen wir uns? Ekliptik, das war klar. Danke, das Raumschiff gehört mir. Der Wind, du komische Knarre. Warte mal, hab ich den Überraschungsmoment gar nicht, warte mal, das ist anders. Entschuldigung, wir können mal neue Maus zu werden. Ah, dann doch hier mit Laser. Ich bin überlegen, warte. Aber es ist cool hier auf dem Mars. Also das ist der cooler als die Erde, hätte ich nicht gedacht. Ich hab ja noch beschissener. Ich glaube, es war eben die bessere Lösung. Nein. Fuck, die hauen ab. Oh nein, er haut hier nicht ab. Nein, ich wollte das Schiff hier haben. Ich wollte das von Überfall am Schiff. Oh Gott. Sehr schön. Hallo! Für die Crew. Okay. Wir sind aktiv. Können wirklich hochgehen. Du? Hallöchen? Oh Gott. Au! Ja, ah, fast, aber ich getroffen, du blöde Kuh. Feind neutralisiert! Soldat am Boden! Was war das? Alles gut? Sehr schön. Okay, nice, danke. Cool. Vielen Dank, dass Sie Patron Credits mit was? Sehr schön. Genau das wollte ich. Hier geht aber noch an den, noch einmal nach oben geht's nicht, aber hier gibt's auch keinen. Ich klaue einfach alles, ich schieße mich immer zurecht, ne?
Meine Crew ist tot. Cool. Gold mit. Oh, nice, ne? Geil. Hallo, das ist mein Schiff. Aber ihr habt immer noch kein Bett hier, ne? Das ist ja echt Fehlanzeiger. Na gut. So. Ja, wieder ein Schiff. Das ist ein neues Schiff rekurriert. Und auf einem Planeten alles oder ein Greffpunkt zu einem anderen Stand ist, man nimmt die Schiff zu deinem Heimatschiff. Hier, kurz bitte apparieren, deinem vorigen Heimatschiff dann zu deinem neuen Heimatschiff transportieren. Nee. Geil, haben wir ein Schiff. Kann man lange brauchen. Check übrigens. Kann ich sehen, das neue Schiffchen. Verletzt, ne, tun wir tot. Es muss tot heißen. Verletzt ist nicht gut genug. Da finde ich ja noch ein bisschen oder so. Das, also. Ja. Das willst auch nur du. Ja, und andere auch, aber. Wer jetzt jeder das probiert hat, wurde erschossen. Aber ihr seid gern eingeladen. Erwischt! Okay, das war doof. Ich bräuchte eigentlich mal dieses Snipergewehr, ein Snipergewehr, was so richtiges Snipen ermöglicht. So hat er mich gar nicht erwischt. Na gut, bei meinem wenigen Energie. Feind entdeckt. Entdeckt, sehr schön. Freut mich, dass du mich entdeckt hast. Ich bediene mich mal kurz, ne? Danke. Minipack. Ah. Jetzt sind wir voll die coolen Sachen. Normal ist immer irgendwie abgeschlossen. Ist normal ist immer irgendwie so. Aktuell. Ja, die Tufel nehme ich mit. Das ist da. Ja, nice, ja. Vitamine. Nehmen wir hier Kampffroschmittel. Noch mehr Muni. Brauche ich nicht, keine Ahnung.
Brauche ich nicht, glaube ich auch nicht. Ist hier ein Ding, okay. Ja, ich suche ein Bettchen, ich suche ein Bettchen. Mein Bettchen kannst du ja auch aufladen. Ich suche ein hübsches, schönes Bettchen. Nur leider ich kein Bett finden. Was ist denn das hier? Ist noch ein komischer Außenposten, oder? Ja, Pipeline in eine also Pipeline, aber die haben die ja Aussichtsposten und die haben kein Bett hingebaut, gar nicht? Warum nicht? Vielleicht ist es nur eine kleine Zwischenstation. Wäre gerade auch sehr, sehr traurig. Aber es scheint nicht mehr zu sein. Na gut. Bin erkundet. So, danke. Bis dann. Was? Ich brauche eigentlich Kupfer. Okay, da ist was. Da ist was. Gucken, was hier jetzt in der Richtung ist. Vielleicht ein Bett. Aber gut, die sind ja so harmlos, die Leute, dass da kann ich ja noch ein bisschen mich gedulden mit aufladen mit Midipack. Weil, das kann ich immer noch machen. Also, das kann ich halt die ganze Zeit machen. Also, mit Mini-Pack nicht aufladen, das kann man immer machen, weil ich versuche ja halt auch zu sparen. Aber ich habe letztes Mal gemerkt, wenn man die zu oft einsetzt, die sind so schnell weg. Er hat jetzt einen guten Vorrat und ich würde versuchen, ich versuche mal so wenig wie möglich auf Mini-Pack eingehen zu sein. Und meist immer so mit Skill oder so mit Hinlegen oder anderen Möglichkeiten, das immer hinzubekommen. Weil, ich glaube. Was ich immer finde, man hat. Ich bin meistens eh immer der Spieler am Ende des Tages, der immer sau viel Heil-Items übrig hat, weil die nie nutzt. Ich nutze nämlich nie Heil-Items. Ich spare mir mal auf für schlechte Zeiten, aber wenn schlechte Zeiten kommen, mache ich es auch ohne Heil-Items. Ich bin also ein Idiot, was Heil-Items angeht. Ich bin ohne Witz ein Vollidiot. Oh, und wie eine Höhle, ne? Wie interessant. Alles hat das Maß, oder was? Ja, das hier. Ah, das hier ist härtes Maß. Achso. Ja, ist ja interessant. Ah, die Höhle. Nee, die gucke ich mir später an. Aber mach das mal wieder aktiv, die Quest. Ja, die wäre aktiv. Stimmt, der wird auch aus. Ah ja, die habe ich ausgemacht. Ja, machen wir gleich, ne? Machen wir gleich. Schön, aber es auch schon mal erkundet. Ist ja nicht. Ist ja schön. Ist ja herzlich. Ist ja herzlich hier. Gut. Unbekannter Ort. Alter, ja, ich bin mal gespannt, wie Folgen das werden, ey. Ich glaube mehr als Starfield. Mehr als Starfield, ja, mehr als Starfield und mehr Folgen, aber als Starfield. Ich glaube mehr als Oblivion. Aber erst du am Anfang, wenn man nicht mal eine Gilde angeschlossen. Gar nichts in der Richtung. Nur so, also. Ich weiß nicht, Odyssey hat wie viele Folgen ist jetzt mit Odyssey da mit dem Kanal? Über 200, glaube ich. Das könnte ein guter Platzhalter werden. Aber momentan haben wir eh sehr viele 100er Projekte und das werde ich ab nächstes Jahr auch wieder ein bisschen ändern. Dass wir ein bisschen wieder kleiner werden. So 70 Folgen, ja, okay. Aber dass wir jetzt nicht nur noch. Weil jetzt haben wir nur noch 100er, aber. Andererseits gucke ich auch wieder rauf, ne, und kommt dann Rebirth, Final Fantasy 7 Rebirth an. Dann steht auf einmal, ja, das Spiel hat irgendwie über 100 Stunden Spielzeit, habe ich gehört. Und wenn dann das dann stimmt, dann denken wir auch so, ja. Ja, keine Ahnung, wie wir mit sowas umgehen sollen.
muss mal gucken. Ob wir das dann vielleicht. Na, mal gucken. Ob wir das dann vielleicht im Stream machen, mal gucken. Weil ich muss mir aufteilen auf Stream. Das geht nicht mehr. Es ist aber zu groß geworden und zu viel. Das muss man aufteilen. Mein Red Dead, das LP fand ich richtig, also würde ich auch mal wieder als Let's Play machen. Red Dead. Ne, dass ich das nochmal Let's Play habe, ja, das wollte ich ja nicht streamen, wollte ich ja Let's Play. Das fand ich auch in dem Sinne richtig, weil. Was? Gesungenes Gehölz. Was sind das? Nein, das nicht, wollte ich nicht. Oder kann man durchklappen? Geil. Ich meine, das hier finde ich aber so cool. Das sind halt echt ein bisschen ein Survival Game. Also meiner Meinung nach erinnert es sehr an einem Survival Game. Also man muss ja nicht survival. Ah, nicht der Weg zu sehen, ja, ich weiß nicht. Aber was ist das? Warte mal, ist hier irgendwas oder ist das nur hübsch, hübsch anzusehen? Ist wohl nur hübsch anzusehen. Okay. Cool. Was ist das? Mal auf. Mhm. Einfach nur, ist einfach nur ein nämlich magischer Ort. Das ist ja geil gemacht. Einfach ein Ort. Geil. Ja, und ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Ort kann man das echt beenden, ne, die Folge. Das ist ja mal cool gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Starfield. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge Spaß gemacht. Beim nächsten Mal geht's weiter. Haut rein. Bis dann, ein paar Tschüssi. Bis dann. Ciao.